Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen auf der Ostseeküste. Weiter geht's. Oh, da es geregnet hat. Kann ich jetzt aktuell nicht weiter ernten. Deswegen machen wir jetzt hier ein bisschen Feldbearbeitung. Ja, also jetzt dann halt erst am morgigen Nachmittag weiter mit der Ernte. Kann sein, dass es jetzt natürlich wieder funktioniert, aber ach, jetzt sind wir schon mal dabei, jetzt hier mit Feldbearbeitung. Stoppelsturz. Ja, und deswegen machen wir das jetzt ja so. Oh, Feld 3, wie ihr seht. Sind wir gerade dabei. Oh. Aber wie ihr seht, ist das ja hier ganz in Ordnung. Hier werden wir jetzt eine Weile dran sitzen. Oder ich besser gesagt, ich werde euch jetzt in der nächsten Folge, werden wir uns auf dem Feld nicht sehen. Da werden wir uns, denke mal, auf dem Feld da drüben sehen, auf dem Feld 10. Ich bin jetzt so dabei, dass man jetzt wirklich sagen kann. Wo Ölrettich reinkommt, das ist Zwischenfrucht. Soll die Felder jetzt auch gleich machen. Ja, dementsprechend kann es auch passieren, dass wir in der nächsten Folge fällt. Ja, nee, da will ich vorher noch grubbern. Ja, also wir sind jetzt hier, also mal gucken, wie weit wir kommen heute. 20 Minuten, das sind jetzt in. Da schafft man schon was. Das ist ja das Schöne. So soll es ja auch sein. So, haben wir ja schon mal einen Dienstag wieder geschafft. Das ist doch schon mal was, oder? Leute. Wir haben Dienstag geschafft, dann schaffen wir Mittwochmorgen auch. Da sind wir ja live. Hier auf der Ostseeküste. Ab 18 Uhr Donnerstag, Freitag. Und dann ist schon wieder Wochenende. Oh.
Machen wir mal die Kamera jetzt aus. Die brauchen wir ja nicht jedes Mal anmachen. Das wäre auch Bullshit. Ah, die habe ich jetzt mit reingenommen. Ich habe zu vieles jetzt mit reingenommen. Ja, nachträglich. Gucken. Oh, Geld verdienen wir ja auch. Das ist auch sehr gut. Dass das schon mal klappt. Aber bald ist es ja dann doch ein Tick weniger, was wir verdienen. Stündlich Einnahmen sind ja dann nicht mehr so gut. Nur noch diese 24.000 Liter, was da ist, dann ist das ja weg. Wie geht es eigentlich den Tieren? Ja, denen geht es eigentlich gut. Ja, ja. Ja, das sieht doch wirklich gut aus. Ja. Ich habe jetzt hier dieses erweiterte Kreditsystem auch mit reingenommen. Das heißt, wir müssen jeden Monat das zahlen jetzt, 36 Monate lang. Ja. Aber so viel Kredit haben wir ja auch noch offen. Also das ist halt... Warte mal, nee. Wir haben gar keinen Kredit da. Ach, ist doch egal. Ich war der Meinung, dass wir aber eigentlich Kredit drin hatten. Oder das nimmt der Mod halt raus. Das kann natürlich auch sein. In dem Sinne, wenn ich keinen Kredit hätte, müsste das ja eigentlich dann leer sein, ne? Laufende Kredite, dann dürfte ja keiner sein. Das heißt, wir haben ordentlich was zu... was zu tun. Wir müssen Geld einnehmen, wir müssen arbeiten, wir müssen versuchen, dass wir dann ja, im richtigen Zeitpunkt nie leer werden von der BGA. Jetzt haben wir das Problem, dass wir leer werden, weil ich den Platz brauche für den Mais. Im nächsten Monat ist eigentlich theoretisch schon die Maisernte. Jetzt mal so gucken. Ja, könnte man im nächsten Monat schon mit der Maisernte beginnen. Ja, hier sieht man. Rapsflächen.
Ja. Wir sind aber auch schon mittlerweile lang beschäftigt. Mit einer Stunde 15 drauf. Das ist einfach nur krass. Oh, gut, machen wir auch schon ordentlich. Ja, ich habe schon Feld 30 schon, wie man sieht. Das habe ich schon oft gemacht. Ja, das Problem ist halt tatsächlich das Feld. Da habe ich jetzt angefangen mit Ernten. Ja, dann hat es angefangen zu regnen. War natürlich Feierabend. Blöd gelaufen. So, und auf Feld 3, was kommt noch mal? Feld 3, Gerste. Das ist auch, müssen wir auch nächsten Monat Zeit finden zum Aussaat. Die wir aber auf alle Fälle finden, ne? Wir werden jetzt als erstes natürlich die ganzen, ja, was als erstes rein muss. Weizen ist ja nicht ganz so dringend. Das hat ja einen längeren Zeitraum. Mal hier rein. Oh, manchmal geht's nicht. Ja, hier reingucken. Guck mal, Gerste haben wir nur hier im September noch die Auswahlmöglichkeiten außer und Weizen von September bis November. Das ist natürlich bedeutend angenehmer. Deswegen werden wir die ganzen Weizenfelder bis nach hinten ziehen. Ja, bei der Raps und Raps ist ja schon drinne, dass die Gerstenfelder reinkommen. Und Ölrettich muss halt auch bis dato alles drin sein und die Grünroggenfelder. Also wir haben im September genug mit Aussaat zu tun, dass wir halt wirklich jetzt so die Zeit nutzen, die Felder schon alle so vorbereiten. Was halt nicht klappen wird, ist alle Felder zu düngen vorher. Wir werden Feld 10, denke ich mal, nochmal nachdem wir mit der Schemmecke drüber sind, da, obwohl, nee, das wäre Bullshit. Da kommt eher dann das hier, das Feld wäre sinnvoller. Dann ist das da schon fast alle, also. Ja, das wäre tatsächlich Bullshit, würden wir jetzt tatsächlich, ja. Naja, da kommt ja Mais drauf im nächsten Jahr. Dann kommt hier, genau, 14, genau, Mais. Sprich, wenn wir dann das dann im Frühjahr mit Gülle lang gehen, danach eingrubbern mit den Pflanzen. Nee, Quatsch. Ölrettich kommt ja rein, um ja, ein bisschen Dünger reinzubringen, Gründünger. Ja. Aber das wäre jetzt Bullshit, wenn wir jetzt Feld 10 mit Gülle. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das was bringen würde, wenn wir jetzt weil da kommt Ölrettich jetzt drauf auf Feld 10, vor dem Ölrettich nochmal mit Gärreste rübergehen. Dann darauf, also einarbeiten, grober mit Sämaschine Ölrettich drauf. Ob das was bringt oder halt erst am besten dann düngt, wenn es so weit, wenn der Mais drin ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das weiß ich tatsächlich so auch noch nicht, was da am besten wäre.
Ja, lass ich mich mal von euch überraschen. Oh, da haben wir aber doch schon schön viel geschafft. Aber gut, es ist halt auch 8 Meter, ne? Darf man halt auch nicht vergessen. Aber es bleibt noch genug Feld übrig. Also das werde ich jetzt im Off natürlich weitermachen. Schade hier so viel zum Ernten, ne? Wo wir danach hätten noch Aufträge machen können. Aber ne, hier. Ich kann halt nur Bein pressen. Dieser Scheiß-Bug, wenn du mit Start im Frühling spielst, dass du nichts ernten kannst. Das ist halt echt ärgerlich. Aber okay. Kann man jetzt nie ändern. Ist halt leider Gottes so. Oh, seid mal auch gespannt auf Freitag. Ist auf der Mecklenburg-Vorpommern wieder Stream angesagt. Ach so, apropos. Fällt aus, weil Matze krank die ganzen Folgen. Wir hatten also im Gegenteil jetzt Samstag, Sonntag echt nicht gut. Ich hoffe doch, dass es Freitag soweit ist, dass er zum Beispiel wieder mitstreamen könnte. Da haben wir jetzt einiges nochmal bei der Mecklenburg-Vorpommern ein paar Mods mit reingenommen, die das ganze Gameplay verschärfen, nochmal was geändert und da bin ich bin jetzt, hab da jetzt viel drauf gemacht, auch in der Zeit. Ja. Das Feld, was wir Freitag angefangen haben zu ernten, das ist abgeerntet. Wir werden dann in nächstes Feld reingehen vom Freitag. Ja, genau. So schaut's aus. Aber das ist erstmal Mecklenburg-Vorpommern. Wie gesagt, da könnt ihr gerne auch auf Freitag reinschauen, aber das sage ich dann euch dann nochmal in der dementsprechenden Folge. Oh. Erstmal morgen Ostseeküste. Was wir da machen, weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wie weit ich jetzt hier komme und ja. Im Off-Bereich komme und ja, morgen ist ja nur noch die 15 Uhr Folge. Da muss ich auch noch überlegen, was wir machen. Heute ist zufällig Dienstag, sind die Dienstag-Folge auf Dienstag um 12.10 Uhr auf, also sprich, die wird danach gleich hochgeladen. Und dann ist ja. Kann ich erstmal gucken, was ich als nächstes mache? Ich habe gestern, ach so, apropos. Nicht wundern, der steht hier bewusst drinne. Hier ist Getreideschrott drinne. Warum? Komm. Ich musste leider hier drinne. Bringe das Getreidestrot laden. Ich kann hier nicht mehr abladen. Ne? Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Ich kann weder mit den kleinen Michelin-Standardanhänger hier rein abkippen, noch mit den Lommer hier abkippen. Krieg kein Abladesymbol, obwohl ich hier da drüber fahre. Ich bin hier mehrere Positionen abgefahren. Keine Chance. Dementsprechend werde ich das jetzt hier so machen. Wie, weiß ich auch noch nicht, weil ich habe hier nur zwei Traktoren zu stehen.
Ja. Wenn er muss, wenn ich zufällig hier mit dem dritten da bin, habe ich halt ein bisschen Zeit, aber ansonsten. Ich kann es ja nicht irgendwo hier. Weil das Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre es, hier drinnen abzukippen. Hier liegt es trocken. Und dann kann ich das normal aufnehmen, ohne dass ich einen dritten Trecker brauche. Ah, das wäre noch eine Idee. Reingezweckt und dann, aber das würde ich, das ist tatsächlich eine gute Idee. Aber das, die Idee werden wir in der nächsten Folge mal noch weiter diskutieren. Ich hoffe doch, ihr hattet Spaß. Lasst gerne einen Kommi da, lasst gerne ein Däumchen da, ne? Und über einen Abo, falls noch nicht vorhanden, würde ich mich natürlich auch noch freuen. Und oh. Bis dahin. Tschüss.